Hallo und willkommen zu einem neuen Guide-Video zu den Einsichten in die Beherrschungen Path of Fire hier auf guildnews.de. Diesmal beschäftigen wir uns mit den drei Einsichten in die Beherrschungen in der Domäne Wabi. Und ihr seht schon, das nützlichste Hilfsmittel dabei ist der Rochen. Denn alle drei Punkte befinden sich im Brand und dementsprechend bekommt ihr permanent Schaden durch den Zorn des Brands. Das sind diese Blitzeinschläge, die euch treffen. Und solange ihr in der Luft seid, das heißt, solange ihr auf dem Rochen sitzt oder mit dem Greifen fliegt oder gleitet, seid ihr immun gegen diesen Schaden, beziehungsweise er wird gar nicht erst in eure Richtung geschleudert. Wir starten mit dem ersten Punkt an der Wegmarke Marktruinen. Das ist schon mitten im Brand. Und wir fliegen Richtung Kodash Flammenschale. Das liegt so ein bisschen hinter dem großen Hof von Sebeke, wie ihr hier sehen könnt. Zwischendurch gibt es so kleine Safe Spots. Das sind diese Kuppeln. Die können wir aber getrost ignorieren, weil wir eben den Schwebrochen verwenden. Und es lohnt sich tatsächlich sogar, den Rochen auf Stufe 3 zu haben. Da kommen wir beim zweiten Punkt gleich drauf zu sprechen. Denn damit kann man einige kleine Abhänge überwinden. Beim Punkt angekommen kann es sein, dass ihr ja rechts davon ein bisschen Schaden bekommt, lauft ein kleines bisschen nach links, da seid ihr dann in einem sicheren Bereich und könnt euch den Punkt einfach holen. Die zweite Einsicht liegt bei den Zagonur-Türmen, ebenfalls wieder Wegmarke Marktruine, und hier bietet es sich halt an, die dritte Stufe vom Rochen zu verwenden. Da seht ihr, bleiben wir relativ lange mit in der Luft und können so auf diesem Vorsprung landen. Da wechseln wir dann auf den Springer und können nach oben springen. Wenn ihr tatsächlich keinen Rochen auf Stufe 3 habt, dann könnt ihr einfach an der Seite oder müsst ihr so ein bisschen um die Seite herumlaufen und springt dann quasi von der anderen Seite mit dem Springer ebenfalls zu dieser Kuppel. Und da lässt sich dann die Einsicht auch problemlos verwenden. Der letzte Punkt liegt dann an der Yetendi-Akademie, namentlich Janur-Wanderdüne. Das geht in die Richtung vom Greifenhort bzw. vom Sonnenspeer, bei dem wir diese Greifensammlung aktivieren. Und es bietet sich an, zu Beginn den Raptor einzupacken und damit einen Großteil der Strecke zurückzulegen, bis wir dann wieder beim Zorn des Brands angekommen sind. Da wechseln wir entsprechend auf den Schweberochen. In der Domäne Wabi gibt es nur drei offizielle Einsichten. Es gibt aber noch acht weitere Beherrschungspunkte, die auf der Karte markiert sind. Das sind allesamt Beherrschungen mit den Djinn. Da müsst ihr manchmal gegen die Djinn kämpfen, manchmal Fragen von ihnen beantworten, je nachdem, welche Herausforderungen ihr habt. Ihr findet zu jedem einzelnen Djinn ein Video in unserem Einsichten in die Beherrschungen Guide. Der ist verlinkt unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr einfach draufklicken, da findet ihr Einzelvideos zu allen Beherrschungspunkten, Videos zu allen anderen Karten und eben auch Videos zu den Djinn. Hier vielleicht gleich auch nochmal der kleine Tipp. Wenn ihr den Rochen verwendet und dann das Reittier wechseln müsst, das werden wir gleich, denn wir möchten gerne mit dem Springer das Ganze fortsetzen, dann könnt ihr das Gleiten verwenden, um so ein bisschen aus dem Kampf rauszukommen. Weil während ihr gleitet, seid ihr eben auch nicht betroffen vom Zorn des Brands und dementsprechend könnt ihr damit so ein kleines bisschen, tricksen, würde ich sagen. Denn wir brauchen gleich den Wechsel auf den Springer, um ein bisschen weiter nach oben zu kommen. Da haben wir dann auch eine Kuppel, die uns beschützt. Und ja, das sind generell eure besten Freunde, sofern ihr eben nicht sowieso schon auf dem Rochen seid, beschützen euch die Kuppeln vor den einschlagenden Blitzen. Ihr seht, manchmal muss man auch komplett den Hasen durchdrücken und nicht nur so halbherzig und lieblos. Und von hier aus, wenn ihr euch dann regeneriert habt, könnt ihr nach unten springen. Und da ist der Beherrschungspunkt, einfach mit dem Punkt interagieren, da ist auch wieder eine sichere Kuppel. Und dann habt ihr es auch schon geschafft und alle drei Einsichten in der Domäne Wabi gesammelt. Hier findet ihr jetzt rundherum verlinkt die anderen Guide-Videos zum Thema Einsichten in die Beherrschungen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren, besucht guildnews.de und wir hören und sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!